Susanne Breit-Kessler, herzlich willkommen. Ich bin Katrin. Ja, jeder hat so seine Schwächen. Wie ist denn eine regionale Bischöfin privat? Darf man sich das auch das Bild vorstellen, dass sie im Garten arbeiten, Fenster putzen, Ölwechsel am Auto mal, wenn es ist oder so? Ja, da bin ich eine sehr old-fashioned Hausfrau. Ich wasche auch unsere Wäsche, das mache ich alles schon. Ja. Und, ich koche sehr gern. Ja. Leidenschaftlich. Sieht man zwar nicht so wie bei Ihnen, aber es... Wieso denn? Habe ich mich bekleckst oder was? Ja. Das waren mindestens 100 Centim. Versteht ihr 100 Centim, wenn man es umrechnet? Affront. Frau Regionalbischöfin, wie ist denn eigentlich die richtige Anrede, Frau Bischöfin? Oder wie hätten Sie es gerne? Oder wie macht man es? Ich kenne es aus dem Katholischen, dass man von... Exzellenz oder... Finde ich auch sehr hübsch, ja. Aber eigentlich heißt es dann Eminenz, aber es ist... Das war jetzt exzellent wichtig, das zu sagen. Eminent, meine ich. Ja, ich bin immer gerne bereit, anderen Menschen weiterzuhelfen. Sie merken das. Insofern muss ich das leider korrigieren. Ich bin Oberstudienrat, ich habe doch keine Belehrungen notwendig. Ich glaube, gerade Oberstudienräte haben gelegentlich Belehrungen nötig. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Wo waren wir stehen geblieben? Wir saßen bisher. Ja. Ihre Kontakte sind auch zu Frau Dr. Knobloch ganz eng und intensiv. Das nenne ich ja mal wirklich Interkonfessionalität. Interreligiosität. Ich weiß mit den Fremdwörtern. Ich finde, dass es tut mir leid, aber ich will sie dann nicht im Irrtum sein lassen. Das geht nicht. Okay, nee, das ist vollkommen richtig. Wir lassen die Fremdwörter weg. Also zwischen unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Ja? Gehen Sie hin und her? Also ich selbst nicht, aber ich habe großen Respekt vor dem Glauben anderer Menschen. Und Frau Knobloch schätze ich wirklich sehr. Ich kann sogar sagen, dass ich sie wirklich verehre und gerne habe. Es ist eine wunderbare, eine kluge und eine sehr tapfere Frau, die jeden Respekt dieser Erde verdient. Ja. Wir können es fast so machen. So. Das ist christliche Nächstenliebe, meine Damen und Herren. Ein Mikro wäscht das andere. Der Bundestagsabgeordnete der CSU für München-Ost, Dr. Wolfgang Steffinger. Annegret Kramp-Karrenbauer, wird die Kanzlerin? Ja, ich denke schon. Also ich muss sagen, sie, finde ich, macht ihre Sache insgesamt sehr, sehr gut. Sie ist eine sehr durchsetzungsstarke Frau auch. Und ich habe mit ihr ja während den Koalitionsverhandlungen sehr eng zusammenarbeiten dürfen, weil wir gemeinsam diesen ganzen Bildungs- und Forschungsteil mitverhandelt haben. Sie hat die Delegation geleitet und muss ehrlich sagen, ich habe in diesen Tagen mit ihr mehr gelernt als in 4 Jahren Bundestag vorher. Also ich versuche so zu sprechen, dass man mich auch in Berlin versteht. Weil ihr könnt natürlich schon Borgisch reden, aber das ist halt immer die Schwierigkeit. Ja, sorry. Ja. Das ist dann das, also, der Untertitel. Ja, genau, das wäre dann das. Oder die Claudia Roth, die dann hinten sitzt und dann auch nochmal sagt, könnten Sie das bitte nochmal fürs Protokoll wiederholen? Ich habe nämlich einmal mir erlaubt, im Dialekt zu sprechen, bei einer Rede, als es um den Haushalt fürs Entwicklungsministerium ging, habe ich gesagt, zu den Haushaltskollegen Mai und zum Finanzminister, schauen Sie nochmal in Gap-by-Line, ob nicht noch was drin ist. Und dann hat die Claudia Roth dann gesagt, stopp. Bitte fürs Protokoll, weil wir haben ja vorne immer die fleißigen Stenografen und die sind halt oft der bayerischen, des Dialekts okay. Dann nicht mächtig und dann, aber sie haben es bei gut reingeschrieben, gell? Also original Schriftbayerisch, sofern es das so kommt. Aber ich dachte, Claudia Roth ist ja eigentlich aus Augsburg, sie hat es wahrscheinlich schon verstanden, aber ja. Hat sie mitgefühlt. Einmal auf Türkisch, die dürfen nicht vernachlässigt werden. Super. Ja. Wie man in Bayern sagen, die Homebase. Ja, also das ist natürlich die... Laptop einfach, und Lederhose, meine Damen und halt Herren. Einfach so, also, im Wahlkreis, wenn man unterwegs ist, da ist man halt einfach, ja, da ist man verwurzelt. Ich habe damals eine Homebase vom Flughafen legen wollen, bis zum Hauptbahnhof. Ich weiß, was eine Homebase... Ich bin ja selber bei Facebook, da bin ich dabei. Das ist feindlich, ja. Neubayerisch. Aber wissen Sie, die Karin
Was sagt sie? Ja, möchtest du ein Bier oder einen Kamillentee? Stimmt, er hat immer so einen Steinkrug. Man sieht nicht genau, welche Art von Bier drin ist. Meistens Kamillentee, das stimmt. Aber sie zitieren dauernd aus dem Evangelium. Können wir nicht meine Konfession zuliebe auch mal aus dem Katholikum zitieren? Hier ist für Sie aus den Eulen von Athen, vom Hafen nach Piräus angekommen, Nana! Wie war die Anreise? Ja, ziemlich lang. Ziemlich lang. Also ich konnte nicht mit dem Rad fahren. Ah. Leider. Mutterrad ist teuer.